mit der zweiten Luft plötzlich. Doch noch kommt. Man merkt es auch an der Ruhe in der Halle. Die Anfeuerung, die ja voll da war zu Beginn dieses Kampfes, die ist ein bisschen staunendem Entsetzen gewichen. Und wieder nimmt Bremer einen Treffer des Russen. Eine linke zum Kinn und er steht ein bisschen wehrlos da. Er nimmt einen Aufwärtshaken, er nimmt eine linke, er ist kurz vor dem K.O. Einen Treffer nach dem anderen muss er nehmen. Die Gegnerei, nur dass dieser Russe anders schlägt als der Argentinier. Wieder eine volle Rechte. Er müsste jetzt runtergehen aufs Knie, sonst geht er K.O. Sonst ist dieser Titel weg. Ist es nichts mit dem Traum vom Weltmeister? Ist der Traum aus? Er müsste jetzt einfach mal Zeit nehmen. Aus taktischen Gründen einfach mal runtergehen, um sich zu erholen. Und das Gesicht blutet. Ein Cut muss untersucht werden. Und da hat Bremer Glück, dass Michael Ortega den Arzt ruft, Professor Walter Wagner, damit er sich hier erholen kann. Oh lala, kurz vor dem K.O. Aber Walter Wagner, der lässt ja meistens weiter boxen, sogar Boxer mit Kieferbruch, wie bei Arthur Abraham. Und jetzt hat Bremer sich ein bisschen erholen können. Kann er diesen Kampf noch mal drehen? Oder macht Suchocki da weiter, wo er eben aufhören musste mit diesem Feuerwerk, diese Volltreffer? Unfassbar. Und dass Bremer das alles genommen hat, das spricht für die Härte, die Nehmerhärte, die auch er hat. Der Cut ist wieder offen. Wie viele Boxer wären da K.O. gegangen? Aber er blieb stehen. Er war fast wehrlos, er war fast hilflos in dieser 10. Runde. Er nahm jeden Treffer des Russen und da waren einige sehr, sehr harte Volltreffer dabei. Und trotzdem fiel Bremer nicht um, hatte dann das Glück, dass der Ringrichter den Cut untersuchen ließ und er sich ein bisschen berappeln, erholen konnte. Also das sieht mehr oder weniger nach Unterbewusstsein aus, in dem Bremer jetzt boxt. Dieser Titel, dieser Gürtel, der war fast schon weg. Er wirkte wie ein Opfer für Suchocki in diesem Schlaghagel. Was für ein dramatischer Kampf, den er so eindeutig, so klar beherrscht hat und der ihm hier möglicherweise durch die Handschuhe rutscht. Die 10. Runde, eine ganz, ganz Ringrichters, die Bremer rettete und der noch einmal zurückkam, der offenbar wach geworden ist durch diese Strafe, die Suchocki ihm da erteilt hat. Und die Runde ging sogar mit 2 Punkten an ihn. Und die Halle ist wieder da. Sie tobt. Was für ein dramatischer Boxkampf. Toll. Zuletzt Jolt Erde gegen Fragomini. Und heute dieses hier. Also das hat was. Und die Halle merkt, Jürgen Bremer braucht die Anfeuerung. Und er kommt. Linker Haken. Er war im Tal der Tränen, aber er hat sich daraus offensichtlich befreien können. Auch wenn dieser Cut über dem rechten Auge, der furchtbar ist, der furchtbar tief ist, sich wieder geöffnet hat. So schnell kann man den mit Adrenalin und Vaseline nicht stopfen, nicht stilllegen, die Blutung. So, nochmal. Unterbrechung, wieder lässt Michael Ortega Professor Dr. Wagner kommen. Aber der sagt nein, es geht noch. Es war ein unabsichtlicher Zusammenprall, der zu diesem ersten Cut führte über Bremers linkem Auge und dann dieser Schlaghagel von Suchocki, der die andere Augenbraue so tief, so furchtbar tief geöffnet hat.
Aber Bremer ist wieder da, ist wieder klar. Vielleicht ist das auch mal ganz lehrreich, dass er hier so durchs Feuer hat gehen müssen und dass ihm das auch neue Kraft gegeben hat, dass er dieses Feuerwerk überstanden hat. Dass er aus dem Tal der Tränen wieder rausgekommen ist, in dem andere wahrscheinlich resigniert hätten und gesagt hätten, okay, das war's. Ich gehe einfach runter, ich will nicht mehr, ich habe keine Lust mehr. Das tut so weh, das schmerzt so sehr. Nicht nur am Kopf, das schmerzt auch in der Seele. Und er ist wieder da, er ist wieder zurückgekommen. Also das deutsche Boxen hat sie noch, die echten deutschen Helden, die solche Ringschlachten bieten, wie es hier Jürgen Bremer heute Abend in Schwerin tut. Ein Kampf, den er beherrscht hat, mit Höhen und Tiefen. Die Tiefen waren ganz, ganz tief. Und dann hat er sich wieder berappelt, gefangen und ist nochmal zurückgekommen und gewinnt diese 11. Runde wieder. Dann hat er diesen Kampf gewonnen. Aber wie? Wie dramatisch? Mit welchen Schwierigkeiten? Mit was für einem Einbruch von der 8. bis zur 10. Runde? Also der Boulevard nennt ja Jürgen Bremer gerne den Knastboxer. Heute Abend kann man ihn durchaus den Blutboxer nennen. Es war ein blutiges Gefecht, das noch 2 Minuten läuft. Und wenn er es gewinnt, dann hat er es teuer bezahlt und mit Schmerzen bezahlt. Und wenn es so weitergeht in den letzten 2 Minuten, dann gibt es keinen Zweifel, dass er es gewonnen hat. Aber wie sehr hat er gewackelt und wie viel besser als erwartet war dieser Dmitri Suchotsky gegen Jürgen Bremer. Also da ist der Schweriner wahrhaftig echt durchs Feuer marschiert heute Abend und da muss man den Hut ziehen vor diesem Schlaghagel. Ja, wie lange hat der gedauert? 30 Sekunden, fast 40 Sekunden. Und da wären andere schon nach der Hälfte umgefallen und wären lange nicht mehr aufgewacht. Und er stand da, hat jeden Schlag genommen und hatte dann das Glück, dass der Ringrichter etwas helfend eingriff wegen dieser Cut-Verletzung. Ja, es soll ja kein Anzählen im Stehen geben. Und Suchotsky wehrt sich auch noch hier am Ende, aber hat nur noch eine K.O.-Chance. Also wie immer das ausgeht, Kompliment an beide für diesen dramatischen, großartigen, unterhaltsamen Boxkampf. Mit allem, was Boxen bietet und einem Jürgen Bremer, der jetzt noch einmal nachsetzt, der noch mal trifft und die mindestens nach, fast die ganze Halle steht hier unten. So gut gefällt Schwerin und nicht nur Schwerin, dieser Boxkampf. Die letzten 8 Sekunden für Jürgen Bremer, dann hat er den Gürtel sich zurecht verdient, dann ist er echter Weltmeister. Und er hat es auch im Ring gezeigt, dass er ein echter Weltmeister ist und nicht nur einer vom grünen Tisch, der vom Interims-Titelträger aufgerückt ist zum Weltmeister durch den Rücktritt eines anderen. Und Tatjana glücklich
sieht anders aus.